Oh. Die Welt ist aus den Fugen geraten und wer kann sie wieder gerade rücken? Natürlich das knollige Trio. Dabei sind natürlich Captain Kompost alias Hide. Hallo. Florama alias Mephisto. Hallo. Und natürlich der Gentleman alias Snorri. Hallo. Wir haben uns heute DC Universe Online herausgesucht. Von den DC-Machern, so ungefähr. Ich glaube von Sony, aber egal. Jedenfalls mit all den Helden von DC. Und noch mehr. Genau, und der eingelesene Zuschauer hat sich ganz bestimmt schon gleich gemerkt, er hat schon gleich gemerkt, wo wir denn hier sind, und zwar in Arkham. City. An der Polizei. Ich hatte gerade Asylum gedacht, aber Arkham City ist es natürlich. Arkham Asylum ist ja eher dieser Trakt. Ja, daran erkennt ihr auch gleich, wie gut wir uns hier auskennen, und zwar gar nicht. Ja, richtig. Genau, aber wir fangen jetzt von Anfang an, an mit diesen drei Leuten hier an, genau. Und warte, ich möchte noch eine Begrüßung machen. Ja, gut, mach du noch mal eine Begrüßung. Scheiße, wie geht das? Mama, bin ich im Fernsehen. Ja, winke, winke. Ach, hier. Jawohl. Ich grüße meine Oma, ja, okay. Salutieren. So, kann losgehen? Ich will boxen, ja, ich will umhauen. Okay, gut. Also, wir haben doch bestimmt schon Besiege die Schreier alle als Dingens jetzt drin, ne? Ich jedenfalls schon. Genau, wir beide auf jeden Fall, und Glorama hat auch schon genug umgemäht. Dann könnten wir die doch erstmal kaputt hauen. Ja. Also, unsere jetzige Aufgabe ist Panikattacke. Halte Scarecrows Bande davon ab, die Angstgas-Nebelpumpen aufzustellen. Und das machen genau. wir jetzt. Genau, und wir sind jetzt als Trio unterwegs. Ein Trio von drei Superhelden. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir in Arkham City wieder ein bisschen für Ruhe sorgen. Daher werden wir ein paar Aufgaben erledigen. Unser Mentor ist ja Batman. Batman. Ja, wer sonst hätte das besser machen können? So. Hopp. Ja, stopp. Schurke. Genau, das sind jetzt noch die ganz einfachen Gegner. Die kennt man ja noch. Oh, da hat er sich hinter der Turbine versteckt. Gott, das sind die clever. Ja, aber echt. Bei dem kleinen, so kleinen, wie viel müssen wir denn noch machen? Wo steht das? Können. Aber bei mir steht 12 von 15. Bei mir steht 11 von 15. Ja, dann machen wir so lange. Da wohl ohne dich angefangen, was? Ach, ich bin. Nee, du warst ja für eine Weile draußen. Also bei mir ist jetzt fertig. Was? Hast du schon? Hast du gerade drei Leute verprügelt, ohne dass ich was mitgekriegt habe? Also, ich habe nur ein Level abgekriegt. Nee, ich bin fertig. So, jetzt bin ich fertig. Ich brauche noch einen. Jo, dann okay. Hauen wir noch einen kaputt. Da kommt auf einmal ein Zaun aus dem Nichts. Okay, wir haben es. Tun wir nicht will. So, und jetzt habe ich auch noch mal eine neue Kraft gekriegt. Die würde ich noch mal ganz schnell nutzen. Wir hätten hier noch mal eine. Aua, ich werde angegriffen. Hitzeübernahme, Detonation oder Lauffeuer. So, ich habe neue Hände bekommen. Du hast neue Hände. Also Handschuhe. Ja, ja. Nein, nein, du hast neue Hände. Ja, ja, nein, nein. So, okay. Wir haben jetzt die Panikattacke beendet, ne? Vollständig. Ja, ich erreiche den Tatort. Du kannst jetzt J drücken. Und dann ist es vollständig. Genau, und jetzt müssen wir zum Tatort in East End. Da müssen wir einfach dem gelben Pfeil folgen. Und Blorama wird eh schon wieder vor uns da sein, aber gucken wir mal. Leute, wartet doch auf mich. Ich bin nicht so schnell. Ja, ich doch auch nicht. Blorama ja, ich meine im Kopf. Einfach dem Gelben hinterher. Hui! Genau, wir müssen hier blöd den Dächern über die Dächer springen und alles, und sie kann fliegen. So, wir sind jedenfalls da. Wir warten noch kurz auf Captain Kompost. Ich werde von Schreier angegriffen, deshalb kann ich gerade nicht in den super schnell Modus wechseln. Deshalb laufe ich gerade auf dem Bürgersteig rum. Ich habe den Gefahrenbeamten schon mal gefunden. Man muss auch ein Vorbild sein als Held. Genau. So.
Gut, dass du hier bist. Also, ich habe mein Team reingeschickt. Ich besiege Scarecrows Bande. Immer noch Gas in die Luft und entfernen jegliches Gefahrengut, das sie sehen. Kannst du uns helfen? Finde die vermissten Gefahrgutbergtrupps und schaff sie da raus. Okay, ja, das soll. Naja, bei mir ist es verteidige die Gefahrgutbeseitigung. Ja, aber das hat der Entsorgungsbeamte gesagt. Ach so, okay. Du musst auch mal zuhören können. Ja, Mephisto labert ja die ganze Zeit darüber, da kann ich nichts hören. Was? Ich hab doch gar nicht gesagt. Doch, hast du gerade. Während du die ganze Zeit gesprochen hast, hast du die ganze Zeit geredet. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Doch, die ganze Zeit gerade. Jetzt werden hier wieder die Beschuldigungen gesucht. Und Leute, ich finde euch nicht. Da seid ihr. Wir haben den Videobeweis. Ey, was ist das? Hier ist ein Halluzinationsopfer. Nein, lass mich gehen. Und denn? Wenn ich den anschreiß? Ich weiß es nicht. Ja. Ich habe einfach mal E gedrückt gehalten. Keine Ahnung, was da... Oh! Jetzt wird er abgeführt. Wir müssen Der kämpft jetzt gegen Halluzinationen, die wir im Kopf komischerweise kaputt haben. Wo bist du schon wieder? Ah, hier. Nee. Ach doch, hier. Ah! Aua, du. Wer war das? Lass mich gehen! Du bringst uns beide um! Jetzt lass den doch, armen Kerl, doch endlich mal in Ruhe. Mann. So. Oh, ich kann ja Schlangen beschwören, ist ja toll. Können wir Scarecrows Bande. Genau. Mal gucken. Da hinten ist noch so ein Ding. Ich weiß nicht, ob wir das machen müssen, aber... Ja, sicher. Sieht zumindest so aus. Nicht, dass wir die Dinger eigentlich verteidigen müssen. Aus wie eine Angstgas-Nebelpumpe. Ah, ja. Das hast du natürlich mit deinem... Nicht dadurch, dass es da vorne einen mit meinem sondern es lag an deinem... Blick habe ich das gesehen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das war eher dein Forscherinstinkt, der dich hier... Ein Opfer. So, ich kann euch übrigens als Tipp geben, es ist nur im orangen Kasten, die Aufgabe. So, hier vorne haben wir nochmal einen Vergifter. Ich nehme mal an, dass der böse ist. Ja. Passend dazu habe ich jetzt ein paar Giftschlangen gekriegt. Da vorne an der Seite, hopp, Schreier und Kreischer. Hey, das war ja mal ein cooler Move. So. Lass mich in Ruhe! Oh, ein Halluzinationsopfer, dem helfe ich mal. Ach, ihr seid ja gar nicht. Ich habe schon gedacht, wo ihr seid. Einfach mal auf die Karte. Oben. Oben links von dir. Aua. Achso, wir müssen, glaube ich, immer nur warten, bis die Entsorgungsbeamten. Aua. Da ankommen. Irgendwer schießt mich da immer hoch, das ist blöd. Heißt das, dass die Entsorgungsbeamten die hypnotisierten Leute entsorgen? Ja, ich hoffe mal nicht, ne? Wir müssen einen übergroßen Müllcontainer entsorgen. Das klingt irgendwie total böse, ne? Entsorgungsbeamte. Ja. Zumindest, wenn es da jetzt gerade um Leute retten geht. Richtig. Wir müssen warten, bis sich der Entsorgungsbeamte um den Band kümmert. Ich bin betäubt. Okay. Sieht mir sehr nach einer weiteren Angstgas-Nebelpuppe aus. Oh, ein Kreischer! Wo gab's noch mal sonst Kreischer? Da gab's doch noch sowas. Oh, Halluzinationsopfer, ich helfe dir. So ist Medizin heute. Du solltest die Leute nicht alle in eine Schublade stecken. Was? Die Angstgas-Nebelopfer. Nee, Halluzinationsopfer und keine... Angstgas, Nebel, Pumpen. Ich hab doch gesagt, das ist ein Halluzinationsopfer. Ist ja gut. Dem helfe ich. Vielleicht will er deine Hilfe nicht. Ja, das kann er nichts dafür. Muss er trotzdem machen. Immer diese Snobs in ihren Anzügen. Eine müssen wir noch. Dann hau ich die letzte Pumpe kaputt. Oh, mir fällt gerade auf, ich sehe meine Lebensanzeige gar nicht. Wir haben schon wieder so einen interessanten Namen. Gefahrgutbeseitigungsarbeiter. Ja, das ist aber treffend. Oh, der hat aber recht wenig Leben, ne? Da hinten ist ein grünes Ausrufezeichen. Ich geh mal dahin. Na, was ist das? Experiment 910. Die Nervosität
vor einer ersten Verabredung mit der schieren Angst gleichzusetzen, die man wohl vor einem Flugzeugabsturz empfinden muss, würde uns allen einen schlechten Dienst erweisen. Was? Hä? Okay. Das war ein Audio-File, den hört man sonst nicht, wenn ich reinredet. Sei doch mal ruhig, wir spielen zwar zusammen, aber das heißt nicht, dass wir reden müssen. Nein, aber es bringt nichts, wenn ihr da in den Audio-File reinredet, wenn ich aufnehme. Weil dann hören die Leute das auch nicht. Ich muss noch 6 Gefahrgut-Beseitigungsarbeiter verteidigen. Ja, ich auch. Okay. Tu mir nicht weh. So, dann und schauen wir mal, da hinten ist noch einer. Du, wo bist? Guck mal, da vorne ach, du ist stehst noch, einer. Noch da? Ja, ja, ich stand gerade direkt neben dir. Ich rede nicht mit dir. Du bist nicht in der Party. Du gleich auch nicht mehr. Müssen wir mit... Lass mich in Ruhe. So. Soweit ich weiß, muss das ja nicht jeder einzeln machen, sondern das wird dann auf die Party gerechnet. So. Hier müssten noch einige sein. Was müssen wir jetzt hier machen? Ah, hier. Aua. Wir müssen noch 5 Gefahrgut-Beseitigungsarbeiter retten. Okay. Boah, die Kerle mit den Maschinengewehren sind echt böse. Schnell, ich komme ans Gerät. Ach nee, das ist ein anderer. Das ist der Kerl, der die Quest gegeben hat. Apropos Quest, vollständig. Was? Wie denn das? Das war, glaube ich, ein... Da wird die nicht geteilt. Die Phobie-Dingens. Die Quest? Ja, doch. Die wird eigentlich geteilt. Aber ich muss die noch machen. Hä? Wie? Ich muss auch noch 5 Beseitigungsarbeiter finden. Ja, ich weiß nicht. Moment. Ich guck mal ganz kurz. Bei mir stand jetzt gerade jedenfalls vollständig. Also, ich habe noch Aversionstherapie. Da muss ich immer noch diese 5 Leute muss ich noch verteidigen. Ach so, stimmt. Pantophobie. Genau, das hatte ich gerade vollständig gemacht. Aha, und ein Fertigkeitspunkt. Genau, und jetzt sollten wir nochmal die Leute da verteidigen. Das ist auch schon böse, jetzt ganz fies an den ganzen Halluzinationsopfern vorbeizurennen, weil wir die nicht mehr machen müssen. Lassen wir einfach links liegen. Im Sinne von ignorieren und weiter noch. So, 3 noch. Was? Stimmt, ich auch. Gucken, Halluzinationsopfer hier vorne. Halluzinationsopfer, die brauche ich alle nicht. Können alle wieder gehen. Halluzinationsopfer. Da ist einer. Aua. Ja, ich hasse es, wenn die mich so lange stunnen. Aua. Die schießen mich immer so schnell weg. Da hinten. Ja, ich komme. Ich wurde die ganze Zeit gestunt da hinten. Die dämlichen Maschinengewehrleute haben mich immer in die Luft gefeuert. Also ich habe jetzt noch 6 Beseitigungsopfer. Ich muss noch einen. Also Gefahrgut-Beseitigungsarbeiter. Halluzinationsopfer machen wir dann gleich nochmal zusammen. Ah, jetzt sind wir auf 10. Eiskalt dem Elektro noch sein. Der hat alle gefährlichen Leute verprügelt und ich habe den gerettet. Eiskalt weggenommen. Ja, das sind die richtigen Helden hier. Hallo. Die Helden sind die richtigen Diebe. Da bist du, Glorama. So, du musst jetzt die Halluzinationsleute noch. Nee, Beseitigungsarbeiter. Immer noch, okay. Wie viel noch? 5. Okay. Sollten wir hinkriegen. Ich helfe dir mal so ein bisschen aus hier. Ah, hier drüben, ach nee. Halluzinationsopfer. Tu mir nicht weh. So, was haben wir da hinten? Zeig dich! Ich glaube, die Musik kann ich doch ein bisschen höher stellen.
wenn du meinst. Vorsicht! Ja, rette mich. Dich? Wo bist du denn schon wieder? Okay. So, mal betäubt und jetzt weg. Okay. Oder kaputt hauen, ja. Ja. Ich dachte eigentlich, och, verschonen wir die mal. Aber okay, Quatsch, dann. Da nicht die Bösen. Die Bösen werden nicht verschont. Ah, hier. Okay. So, dann. Es geht aber fix. Ah ja, zu dritt auf jeden Fall, ne? Da haben wir den nächsten. Gut. Wie viele brauchst du noch? Drei. Drei, okay. Schauen wir hier nochmal. Ah ne, das bringt ja glaube ich nichts, wenn ich nicht bei euch in der Nähe bleibe. Oder geht das auch über weite Distanz? Weil, cool. Sonst wären wir ja alle fertig. Stimmt, sonst wären wir jetzt alle fertig. Ah, oh, Mann, schon wieder. Die blöden Viecher. Ich habe das Gefühl, wir werden unseren Stalker nicht los. Hier ist wieder dieser Rico. Ach ja, wer weiß, vielleicht verfolgt er uns jetzt das ganze LP lang. Ich möchte doch auch nur Freunde haben. Und dann kommt er hinterher raus, er guckt unseren Kanal. Nein, dann kommt raus, wir gucken seinen Kanal. Boah. Das wäre Meta. Kafka ist. Genau, Kafka. Oh, der war doch gerade hier. Oh. Was ist denn das für eine riesige Menschenmenge hier? Lass mich mitrennen. Bah, wow. Bah. Okay. Ach, ich kletter hier. Ah, wie komm ich da runter? Du auch. Ich komm gar nicht runter. Ach, da. Ah, hier. So, ganz fies Ding genommen. Ein noch. Aua. Tu mir nicht weh. Da hinten ist noch einer. Ah ja, hier. Zu mir. Da ist er. Okay. Ja. Sollte gereicht haben. Ja, hat gereicht. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt erreichen zum Vorratslager in Malone Improvement District. Ja. So, auf geht's. Wir haben einen kleinen Vorsprung. Oh, schon sind wir da. Ja. So, warte, bis wir wieder drei sind. Fünf wäre, glaube ich, etwas länger. So, oh, wir müssen Scarecrows Handlanger besiegen und die Gefahrgutentsorgungsbeamten. Der hat sich in einen Gefahrguttechniker verwandelt. Oh nein. Konzentriere dich, lass dich nicht von der Angst beherrschen. Ach so, das macht das Gift aus denen. Nehme ich mal an. Oder wir halluzinieren. Wir müssen das Angstgas hier rausschaffen. Halte die Augen offen, während ich es sichere. Ich könnte es auch einfach mitnehmen. Mach Zeit. Atme deine Angst ein. Och, gegen ein paar Schläfer. Bring das Angstgas irgendwo in Sicherheit. Ah, das sollen wir in Sicherheit bringen, nicht kaputt schießen. So. Mensch. Los, bringt es in Sicherheit. Ja, hier. Der wechselt einfach die Seiten, der Mephisto. Doppelagent. Psst, psst. So. Nummer 1 hätten wir. 1 von 5. Jetzt nehmen wir ihm das weg. Ich werde dir zeigen, was Furcht ist. Fertig. Kannst du diesen Behälter hier rausschaffen? Ja, natürlich. Los, lauf, bevor dich jemand kriegt.
Das ist irgendwie schon fies, den anderen Helden die Aufgaben wegzunehmen. Das ist unsere Aufgabe hier als Helden. Den Ruhm für uns selbst einstreichen. Übrigens gibt es hier vorne von dem Gefahrgutentsorger immer noch eine Aufgabe. Wir müssen das Angstgas hier entfernen. Ach ja, hier.